Auch wenn du mir jetzt im ersten Augenblick nicht meiner Meinung bist, es ist tatsächlich so, wir sind immer von gewissen Personen da draußen abhängig. Wenn du jetzt zum Beispiel ins Krankenhaus kommst oder zum Arzt oder mit dem Bus fährst, mit der Bahn, zur Schule gehst oder was kaufen möchtest da draußen, dann bist du zwangsläufig immer von diesen Personen da draußen, wenn du die aufsuchst, abhängig. Du kannst nicht ohne diese Menschen dieses zum Ende bringen. Das sollte dir bewusst sein. Du kannst das auch nicht irgendwie versuchen zu umgehen. Das wird nicht klappen. Aber du hast die Möglichkeit, du hast immer und immer wieder die Wahl, mit welchen Personen du was zusammen machst. Du hast also für dich, wenn du da und da hingehst, die Wahl getroffen, um dir zu sagen, ich gehe an die Schule, ich fahre mit dem Bus, ich fahre mit dem Zug oder was auch immer jetzt. Ich gehe in das Friseurgeschäft oder zu dem Baumarkt, was auch immer. Weil du meinst, das ist der beste Ort. Oder du wirst am besten beraten. Oder die sind am nettesten zu dir, helfen dir recht schnell, wenn du jetzt das und das und das lösen möchtest. Und das musst du dir immer wieder vorstellen. Wenn du dann aber dich darin wiederfindest, weil du dir einen Zweig suchst, den du richtig schön findest, dann suchen andere Personen dich auf. Und genauso funktioniert das Ganze, was da draußen so abläuft. Und das ist eine Situation, die haben so gar nicht die meisten im Kopf. Und ich möchte dir das mit diesem Video einfach mal verbildlichen. In diesem Sinne, denk einfach mal dran, was ich dir gesagt habe, und bis dann.